Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, beim Clan Aufklärungskurs und einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir. Ja, April, der macht, was er will. Ich meine, der April ist fast vorbei und ich begrüße euch hier bei einer Runde oder bei einer Folge Querbeet. Ich habe mal so ein bisschen bei mir geschaut. Die letzte Querbeet war am 30.03., also passend etwa 30.04. haben wir jetzt bald. Und ja, das ist von jedem so ein bisschen, ihr kennt das selber, es ist einfach Clash of Clans Leben. Und wir gucken aber erstmal, wie sich die Mace hier durchgeschlagen hat durch diese komische 10er Armee. Also Rathaus 10 auf 10, beziehungsweise es ist ein 9,5er, aber mit Rathaus 10er Größe. Ja, warum macht der April, was er will? Also hier war wettermäßig eben, beziehungsweise eigentlich war heute schon alles. Es war heute kalt, es hat heute geregnet, es hat gehagelt und jetzt scheint die Sonne. Und alles ist wieder fast trocken. Also wirklich, wirklich so richtiges Aprilwetter. Und aber verarschen, beziehungsweise in den April geschickt werden hat sich hier die Mace zumindest nicht. Geht hier rechts und links schön mit den Hexen und Heilern durch. Hier unten sind es ein bisschen mehr. Und in der Mitte tummeln sich die Helden. Oh, oh, da kommt jetzt natürlich noch eine heftige Tesla-Farm. Aber der kleine Mini-Golem, da ist der Wut richtig gut aufgehoben. Bei den vielen, vielen Skeletten und bei den Hexen, dass die hier nochmal so richtig in Wallung kommen. Und jetzt haben wir noch, wir haben natürlich noch zweimal Flächenschaden hier, nämlich die beiden Magiertürme und Eilzauber. Bei Bodentruppen weiß ich manchmal nichts mit anzufangen, habe ich auch schon öfter mal gesagt, wenn Leute Riesen fordern und dann Riesen und Eil. Ja, Riesen und Eil. Ja, dann sagt der eine, ja, damit die mal ein bisschen aus der Hufe kommen. Ja, sehe ich, habe ich jetzt auch volles Einsehen. Stimmt. Und damit die Queen sich hier ein bisschen fixer durch die Base bewegt, nimmt man auch einfach ein Eil mit. Naja, vielleicht einfach einen zweiten Gift nehmen oder so, weil der Eil hat es jetzt auch nicht wirklich gebracht. Dann hätte man den lieber schon woanders etwas eher einsetzen müssen. Aber jetzt ist, ja, es ist noch ein bisschen, ein ganz, ganz klein wenig Flächenschaden da. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall noch einiges für euch heute auf Lager. Wir werden auf jeden Fall die wirklich billigen Clanspiele machen. Sie sind ja echt mal billig. Ich weiß nicht. Da sind ja ein paar Clanspiele bei diesmal, wo es so 35 Punkte gibt. So, mache einen Uhrenturm. Wow. Das nenne ich mal eine Herausforderung. Oder mache 4 Labore. Wow, Hammer, ne? Die stehen eh immer außen. Also 4-mal eine Queen gesetzt und dann ist das in nicht mal einer Minute gemacht. Ich meine, ja, es sind Spiele. Es heißt ja nicht Clan Herausforderung. Wir sind hier übrigens noch nicht durch. Wir müssen hier auch noch ran. Ich muss auch noch meine 2 Angriffe hier machen. Aber wo wir schon mal dabei sind, ich habe hier vor Stunden ein Clanspiel angenommen, damit es mir nicht rausläuft. Ich meine, Leute, 200.000 Gold. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich meine, ihr seht, ihr habt gerade gesehen, wie tief ich im Moment in der Liga bin. Okay, ich glaube, den nehmen wir mal mit. Mal sehen, ob wir nämlich 200.000 hier entlocken können. Ich muss erstmal eben schauen, ob der eine Clanburg hat. Ist nämlich ein aktiver. Und dann ja, geht es hier, denke ich mal, rein. Also das billigste Clanspiel übrigens, was ich heute gemacht habe, war das Clanspiel, lasst mich gerade überlegen, 4 dunkle Bohrer. 4 dunkle Bohrer für 100 Punkte. Das hat mich exakt 4 Kobolde gekostet. Ich habe hier gesessen und hab mir wirklich richtig einen abgelacht. So, den nehmen wir jetzt aber mal erstmal mit hier. Und weil ich wirklich gedacht habe, also billiger kann's nicht mehr gehen. Oh, das war fast ein Mauerbrecher-Fail. War aber noch kein ganzer Mauerbrecher-Fail. Der Rest geht, glaube ich, ganz gut mal wieder durch. Und wir geizen mal nicht mit unseren Truppen hier. Wir nehmen hier auch die Clanburg ruhig mal mit rein, denn ich brauche gleich ein bisschen andere Clanburg. Ja, also die Clanspiele hier, das Komische ist ja, oder eigentlich das Witzige ist ja, wenn sie nicht da sind, dann wollen alle Clanspiele haben. Und wenn sie dann wieder da sind, dann nerven sie manchmal. Manchmal. Nicht immer, aber sie nerven halt manchmal. Meine Kobolde machen jetzt, die laufen heute irgendwie nicht so schick. Die sind hier außen lang. Eieiei. Jetzt
kommen die nach da rein, okay. Aber die 200.000 haben wir in jedem Fall. Oh, die Infernos sind gerade leer gegangen. Oh, das ist auch schade. Das ist aber schade. Und dann nehmen wir jetzt mal unsere Kobolde hier mit in den Schutz des Wardens mit rein. Wo ist denn eigentlich mein King? Ich sehe meinen King rein. Ach so, der steckt hier mitten im Getümmel. Okay, dann haben wir den schon mal gezündet. Oh, der muss jetzt die Queen mal, natürlich düsselig. Ah, die Queen hüpft rüber. Das ist nett, dass sie das tut. Und ja, den haben wir, glaube ich, ganz gut mitgenommen. Haben ein paar Pokale gemacht hier. Ist, glaube ich, nicht so tragisch. Keine Folge natürlich ohne Dorfbesuch. Ich habe heute zwei schöne Dörfer für euch. Habe ich mir rausgesucht, beziehungsweise einer ist natürlich aus meinen Kommentaren. Der andere ist nicht aus meinen Kommentaren. Der ist aus meinem E-Mail-Postfach, dem Toto 1 Clashed oder Toto Clashed 1. Das gucke ich jetzt wieder häufiger nach. Das gucke ich jetzt wieder häufiger nach, ich verspreche es. Denn ich habe es tatsächlich irgendwo jetzt mal, ich habe es ein bisschen versäumt, da auch mal reinzuschauen. Aber es sind gar nicht mal so, oh, meine Queen habe ich nicht gezündet. Ah, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie doch noch gezündet. Okay. Jetzt habe ich sie, ja, aber ich meine, das billige Spiel hier, das nehmen wir eben mal mit. Und warum verliere ich eigentlich so viele Pokale? Weil ich immer Sonnenspiele hier mache. Mache 20 Level von so einem Ernie hier, also von so einem Warden. Und deswegen bin ich im Moment in der Liga nicht so hoch. Und, kleiner Moment, einmal nachtrainieren. Was habe ich verbraucht? Ich glaube, einen Sprung habe ich verbraucht. Den muss ich mal nach da tun. Und einen Wut, ne? Den Heil packe ich immer nach ganz hinten. Den brauche ich echt selten. Ja, dann können die hier schon mal weiter trainieren. Halt, ich nehme mit Kobis nach vorne. So, ja. Erster Besuch ist bei mir heute der... jetzt muss man mal gucken, ob ich noch eine Zwischenablage habe. Klar ist er hier drin. Es ist der Tobias. Heißt er Tobias? Nein, es ist der Jakob. Jakob Hagi. Hagi 1. Und wir gucken mal rein vom Clan Sternenjäger. Er ist ein Maxout Rathaus 9. Kannst du mal mein Dorf bewerten, heißt es hier. Ja, so richtig. Ich bin ja nicht so der richtige Bewerter. Aber ich denke mal, das Dorf hier sieht auf dem ersten Blick gut aus. Er ist im Meister 1, war schon in Titan 3. Okay, das habe ich mit meinen Neunern noch nicht zustande gebracht. Könnte ich aber eigentlich mal machen, gerade mit dem Alex. Könnte ich eigentlich mal so einen kleinen Titan-Push anstarten. Denn der ist ja Max Out und ja, warum sollte ich da nicht mal ein bisschen was geben? Aber er ist auch hier von den Truppen her komplett, würde ich so sagen, durch. Und muss nur noch die Helden machen. Mauern hat er, soweit ich das sehe, auch voll. Er pumpt hier volle Pulle die Lager. Ich frage mich jetzt gerade, warum macht man das? Ja, vielleicht für die dunklen Bohrer. Ich meine, die anderen sind ja eigentlich egal. Ihr seht das hier, die Lager sind pickepacke voll. Und die Base, na, ich muss nochmal reingehen, hat auch erst einmal gedefft hier. Also vielleicht ist er doch nicht so gut, denn geschützt wird zumindest hier in der Luft. Und dann auf der anderen Seite, wo ist der andere X-Bogen? Ach, der ist hier ganz außen. Okay, ja, der ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen Queen Walk. Ah, weiß ich nicht. Also ich denke mal, wenn die Base wirklich halten soll für einen Trophy, dann muss das Rathaus hier am Rand natürlich weg. Denn so kassierst du immer irgendwo einen Stern, je höher du vor allen Dingen in der Liga kommst. Und aber ich glaube sonst, ja, was soll ich zu so einem Dorf sagen? Er hat eben gerade wahrscheinlich angegriffen, ist auch ein aktiver Account, ja. Und aber es freut mich immer wieder, wenn ich solche Bases sehe. Also 0-0 Rush, wirklich cooles Teil hier. Und wir kommen einfach mal zu einem Farmangriff, den ich auch gefunden habe bei mir. Wo habe ich den eigentlich gefunden? Ich glaube, es war nicht in der Dropbox, sondern es war bei Google Drive. Es ist der Tobi. Tobi vom Clan Cola Zero hat mir hier einen schönen Angriff geschickt. Only Miner. Ja, was soll ich jetzt zu so einem Angriff sagen? Ich weiß, dass er cool ist, aber mich als Neuner, also meine Neuner, hat das immer fürchterlich abgenervt, wenn ich mal vor allen Dingen keine Clanburg hatte, weil ich halt wusste, ja, machst gleich noch einen Angriff oder forderst gleich Clanburg, dann lässt du sie jetzt erstmal leer, weil wenn du sie jetzt forderst, kriegst du Truppen rein und dann kommen aber nicht die richtigen Truppen rein, dann hast du keinen Angriff, hast keine Def, dann passen die Truppen nicht zum Angriff und dann hat es mich immer geärgert, wenn dann so einer kam. Aber gut gemacht hier, glaube ich. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Hier hat er auch richtig gut gemacht. Ich habe den Angriff schon gesehen. Ich meine, die Base ist kacke, gar keine Frage. Mit den Infernos da außen. Das ist ja einfach nur so hingestellt, der Zehner hier. Rathaus 10 geworden, alles rausgehauen. Und das war's. Base
lassen wir mal Isetas hier an den Mauern, oben und unten. Und kann ich auch empfehlen. Also zum dunklen Farmen für Rathaus 10, Only Miner, ist richtig cool. Auf drei rocken die, auch gegen solche Bases hier. Ihr seht, das ist ja keine Clanburg. Ich meine, die Defense ist ja trotzdem da, aber natürlich, die fallen unter Umständen alle nicht. Aber der Kollege vom Clan Assassins ist ja auch ein bisschen aktiv gewesen. Also er hatte zumindest eine Liga, so ganz, ganz offline ist er denn doch nicht. Und denn die muss er irgendwo erspielt haben, mindestens einmal, aber vielleicht mal so ein paar Tage nicht da gewesen. Und dann passiert dir sowas, dann kommt so ein Tobi vorbei vom Clan, Cola Zero, und räumt dich dann eben mal ab. Jetzt ist er schon auf Null und mal sehen, ob er ihn auch pokalmäßig auf Null runterbringt. Ich denke mal, abbrechen muss man jetzt auch nicht, mache ich dann auch nicht, wenn ich eh sehe, der läuft auf 100, der Angriff. Das war auch gerade witzig, habt ihr gesehen? Die Miner, da gehen nochmal um. Jetzt spult er ein bisschen vor, sehr, sehr gut. Und ihr seht das hier, Aufnahmetool ist der DU Screen Recorder, also am mobilen Device aufgenommen. Vielen lieben Dank, Tobi, für den Angriff. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Oh, ich habe ja noch ein offenes Clanspiel. Ja, und so ein Clanspiel hier, das mache ich immer ganz gerne so. Ich meine, ich muss ja jetzt nur den einen Warden machen und habe jetzt keine volle Armee. Ich muss natürlich auch einen Elfer dafür finden. Also oftmals suche ich hier dann 10, 15 Mal und habe dann erst einen Warden gefunden. Oder halt, ich muss mehrere machen in kleineren Bases. Aber mal gucken. Wir machen, glaube ich, jetzt mal den hier. Und mal sehen, ob wir mit unseren Truppen bis zur Wardenstatue kommen. Wir müssen nur bis zur Wardenstatue kommen, dann haben wir zumindest unser Clanspiel fertig. Jetzt zünde ich einmal den Warden, das ist die Queen Yard und das war's. Ne? So einfach geht's und schon haben wir ein Clanspiel gemacht und da, jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele Pokis verliere, weil ich natürlich immer gnadenlos dann verliere. Aber ich habe auch nicht mehr viel zu tun jetzt, 603.635 und ja, Nachtdorf will ich euch nicht antun. Eben mal, was habe ich verbraucht? Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal ein paar. Was habe ich denn verbraucht? Ist schon nachgekommen. Okay, dann müssen wir das mal hinnehmen. Ich glaube aber, ich habe hier genug Riesen. Dann muss ich ja Kobolde nachbauen. So, jo. Ja, kommen wir mal zum zweiten Besuch, den ich habe. Und zwar, den habe ich allerdings auf dem Zettel stehen. Auch das hat natürlich wieder eine kleine Geschichte. Search Player. So, gucken wir mal. Es ist der Roland. Ich kann euch schon mal verraten, es ist ein Rathaus 11. Es ist der Roland. RG JG U9 U2. Ich weiß, man kann es auch alles klein schreiben. Es ist RM Bigfoot. Ich hoffe, er ist jetzt nicht abgefarmt. Es ist ein Rathaus 11er und er hat mir geschrieben, ja, ich bin noch nicht so lange Rathaus 11, er hat auch noch einen 10er, aber ich gucke mir eigentlich in der Regel immer einen an. Und das soll heute mal der 11er hier sein. Er ist erst seit 2 Wochen oder noch nicht so lange. Die E-Mail ist jetzt schon ein bisschen älter. Er ist auch, nicht nur die E-Mail ist älter, sondern es ist einer meiner älteren Zuschauer. Finde ich auch sehr, sehr nett, dass das auch mal erwähnt wird. Und ich verrate euch jetzt nicht das Alter. Aber er hat mir ganz witzigerweise geschrieben, wir sind ein Clan, ein Feierabend-Clan, der auch gerne mal einen ganzen CK in die Hose gehen lässt. Ja, wunderbar, wäre ich wahrscheinlich super, super drin aufgehoben. Aber er geht hier relativ so vor, wie meine Wenigkeit das getan hat. Also er ist auf jeden Fall ein lupenreiner Elfer. Warden ist draußen, Eagle Artillerie ist draußen und er hat auch, glaube ich schon, so wie ich das gesehen habe, ich habe mir das Dorf vorher schon mal angeguckt, den vierten, hat er einen vierten X-Bogen schon? Den hat er sowieso als 10er ja schon, ne? 1, 2, 3, 4. Nee, doch, nein, vielleicht, ja. Aber hier kommt der Wizard Tower, den hat er dazu gekriegt. Er hat den Archer Tower dazu gekriegt und ich weiß, dass es diese Kanone ist. Also echt auf einem guten Weg und auch truppenmäßig sieht das hier sehr, sehr gut aus. Die Bowler habe ich auch als allererstes gemacht und dann die Heiler. In der Tat hatte einfach den Hintergrund, diese beiden Truppen brauchst du mit für alle anderen Sachen immer mal wieder, ob das ein Queen Walk ist, ein Bowler Walk ist, Heiler Hexen oder auch Heiler Packer. Also
Super gemacht, toller Account auch, hat mehr Defenses gewonnen als Angriffe gewonnen, auch nicht schlecht und ist auch ein netter Spender. Der Clan ist übrigens auch sehr cool, habe ich mir schon angeschaut, Wild Hawks heißt er und also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich habe mir jetzt hier mit drin, das ist eine Ausnahme, aber also schreibt mir nicht, ich möchte besucht werden an die E-Mail, ich habe das ja jetzt nur durch Zufall entdeckt. Und aber er ist auf einem super Weg hier, hat auch schon die 260 Truppen da auch schon hinter sich gebracht. Also ich denke, er ist auch zufrieden mit dem Rathaus 11 Account, denn ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Rathaus 11er. Also der geht doch schon ganz nett mit und freut mich in jedem Fall. Hier unten hat er wahrscheinlich nicht gedefft, sondern eher, dass Leute was gedroppt haben und ja, super Sache. Und damit kann ich deine E-Mail jetzt löschen. Ich habe dir aber auch zurückgeschrieben. Vielen lieben Dank nochmal. Mensch, schade, da haben wir gerade einen schönen RH11-Fight, habe ich hier gerade live leider verpasst. Dann gucken wir uns den mal in Wiederholung an. Also hier erstmal mit Hexen voraus, ja. Und hier, da habt ihr es schon gerade gesehen. Also wir analysieren den Venk hier mal. Direkt die Heiler rausgehauen und die Heiler fangen an, die Skelette zu heilen. Das ist natürlich nicht so gut. Also erstmal ruhig die Hexen ein bisschen laufen lassen, dass die ein bisschen weiter von den Heilern her weg sind. Und ich meine, klar, die Skelette sind natürlich jetzt gleich down und dann gehen die Heiler, gehen dann natürlich auch woanders rauf. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich mache das ja auch nicht immer richtig. Ja, aber der Sprung ist sicherlich nicht schlecht, nur hier unten der Funnel wird nicht gut. Ich habe den Angriff ja schon einmal gesehen und der Funnel wird jetzt nicht gut, weil die Masse an Truppen wird jetzt hier unten weitergehen, also über die Kaserne, hier über die Sachen. Ich meine, so schlecht ist es nicht. Irgendwann fangen die Truppen natürlich rein zu latschen, aber es sind einfach jetzt gleich zu wenig in der Mitte. Die Masse geht hier jetzt leider außen rum und es sind einfach ein bisschen wenig Truppen in der Mitte. Irgendwann gehen natürlich auch Truppen in die Mitte rein, weil dann schon zu weit nach außen hin geräumt wurde. Aber einfach ein bisschen mit den Truppen noch ein bisschen besser gefunnelt und die Walküren sind natürlich jenseits von Gut und Böse. Ich meine, die rennen hier jetzt außen für ein paar Prozente rum und hier in der Mitte macht es jetzt der King und die Queen. Also hier ist immerhin so ein bisschen was in der Mitte, aber hier gibt es natürlich jetzt auch Pfeffer ohne Ende. Ja, und ich meine hier außen, ja, da geht jetzt auch noch ein bisschen was an Prozente, gar keine Frage. Und die Walküren hier hinten haben natürlich nichts dazu beitragen können, außer so ein paar Gebäude hier, so weit wie sie halt gekommen sind, bis zum Bogenschützenturm. Und jetzt geht erstmal der Warden drauf. Queen ist aber noch zündbar. Und hier gehen außen jetzt noch ein paar Bowler. Aber die Heiler sind alle schon weg. Queen jetzt noch durch eine Mauer. Mal sehen, wie viel Prozente das hier am Ende noch werden. 70, ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist da doch noch ein bisschen was geworden. Und aber hier ist sicherlich mehr drin bei so einer Base. Naja, egal. Ich zeige euch jetzt das schnellste Clan-Spiel ever. Das habe ich eben angenommen. Das wurde dann zufällig frei. Vielen lieben Dank. Ich nenne das immer Nice and Tidy. So heißt eigentlich der Erfolg hier. Aber ich habe jetzt 8 Stunden Zeit, um hier 5 Sachen abzusammeln. Hallo? 8 Stunden. Und ich kann hier gar nichts absammeln, weil meine Glücksbäume, die bleiben mir natürlich erhalten um meine Base herum. Die bringen ja Glück. Ja, und die anderen Sachen sind so hübsch gewachsen, da nehme ich erstmal nichts. Also, wir müssen doch mal ins Nachtdorf. Ich nehme mal die Sachen hier weg. Ich glaube, das Moos hier wächst nach. Und das war's. Schnellstes Kleinspiel ever. Ich glaube, ja, es gibt ja einige solcher Clanspiele, aber ich meine, es sind natürlich gefundene Sachen, gerade für Leute, die oben in den hohen Ligen spielen, Legende etc. Naja, ich mache die Clanspiele ja erstmal zu Ende, bin am Wochenende hier mit diesem Account raus und ich bin auch mit dem Alex360 Account woanders. Da könnt ihr euch aber überraschen lassen. Bis dahin, winke winke, euer Toto, clasht.